liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tag auch. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mich führt es heute nach Buchholz in der Nordheide, der größten Stadt des Landkreises Harburg. Hier südlich von Hamburg leben etwa 39.000 Menschen und mit einem von ihnen bin ich jetzt verabredet, denn er hat ein Faible für Messer. Besonders Jagd- und Küchenmesser haben es ihm angetan. Allerdings erfreut er sich nicht nur an diesen, sondern er fertigt sie selbst an. Aus einem Hobby wurde für ihn Leidenschaft und seit einem Jahr macht er sich nun als Messermacher einen Namen. Was das Besondere an seinen Messern ist, das schaue ich mir jetzt an. Das Messer zählt zu den wichtigsten handwerklichen Gegenständen des Menschen und ist seit jeher in jeder Kultur der Erde wiederzufinden. Und hier sehen wir jetzt schon eine schöne Auswahl der Messer, um die es heute gehen wird. Und der Fachmann dafür ist Steffen Meyer. Hallo. Hallo. Steffen, ich freue mich, hier zu sein. Das sieht schon richtig gut aus. Richtig hart, muss ich sagen. Ja. Ich greife mal erstmal hier zu. Das sind so Jagdmesser. Genau. Bist du selbst gern in der Natur unterwegs oder wie kommst du zu den Jagdmessern? Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe irgendwie damals mal angefangen. Ja. Mich mit dem Messer zu beschäftigen und nach und nach halt welche zusammengebastelt. Ne? Und dann aber die Entscheidung, ich mache Messer, auch hier so ein tolles Küchenmesser mit Damaststahl. Wie kam das? Ja, es kam eigentlich, wie soll ich sagen, nach und nach kam das. Ne? Also ich habe angefangen mit einem alten Jagdmesser, das habe ich auseinandergebaut und ja, habe versucht, einen neuen Griff selber zu basteln. Ja. Und habe mir eine Lektüre gekauft, im Internet gesurft, geguckt und gemacht. Und so ist das jetzt gekommen. Ne? Und so ein bisschen handwerkliches Geschick muss man ja schon haben. Ich denke schon, da hört ja, gehört ja einiges dazu. Wenn man sich auch die Klingen anschaut, das Holz, das sieht richtig toll verarbeitet aus alles. Was muss denn zum Beispiel so ein gutes Jagdmesser haben? Ja, es muss erstmal einen wunderbaren Stahl haben. Sehr gut, ne? Kein Stahl, der jetzt ziemlich weich ist. Und es muss scharf sein, ne? Okay. Hier, das sieht ziemlich besonders aus, muss ich sagen. Mhm. Einerseits glänzt es sehr, andererseits ist es noch ziemlich naturbelassen. Genau. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist jetzt eine schmiedebelassene Kante, also wie ich den Stahl geliefert bekomme. Und das ist halt hochglanzpoliert. Ne? Schönes Wüsteneisenholz ist mit dran. Ne? Ja, also da hat man im Prinzip als Messermacher dann auch die Wahl, wie man es am besten ausstattet, mit welchen Eigenschaften, mit was für ein Holz, was für ein Stahl. Genau, genau. Na, toll. Hier sieht man noch einen anderen Stahl, das ist ja ganz auffällig mit der Struktur. Also das ist jetzt ein Damast-10er Stahl. Das sind hier zwei, drei verschiedene Lagen Stahl, die zusammengeschmiedet werden und gefaltet werden. Und das Messer ist halt jetzt ein Monostahl. Das ist also eine Stahlsorte mit einer Härtelinie. Und das zeichnet einfach von den Eigenschaften her, ist einfach Damast noch härter, noch wertvoller. Wie kann man das unterscheiden? Erstmal sieht es sehr gut aus. Ne? Ja. Eigentlich ist es mehr so ein Schmuck, ein Messerschmuck. Und ich sag mal, von der Stahlqualität ist es eigentlich genau das gleiche wie ein Monostahl auch. Ne? Hast du auch so ein bisschen deinen eigenen Stil? Also gibst du den Messern so eine persönliche Note mit? Ja gut, also ich arbeite sehr gerne mit schönen Hölzern. Ja. Also jetzt auch wie man das sieht, das ist ein stabilisiertes Holz. Das wurde mit Kunststoff stabilisiert, also haltbar gemacht. Ja. Oder halt hier so ein schönes Schlangenholz. Gut, man sieht die Maserung nicht ganz so doll, aber auch sehr wertvoll, sehr hart. Also sieht jedes Messer so ein bisschen eigen aus, ne? Also jedes Messer hat halt ein schönes Holz meistens. Die sehen auch ziemlich wuchtig aus, sage ich mal. Wofür verwendet man das? Gut, das kann man dann halt nehmen, wenn man draußen in der freien Natur ist. Ja. Um eventuell irgendwelche Äste abzuhacken, sich eine Hütte zu bauen. Ist auch schon richtig schwer. Ja. Ein sehr hohen Schwerpunkt, ne? Kann man eine Menge Kraft aufwenden und halt sehr schnell ein Holz hacken, ne? Okay. Manche nehmen gerne Beile. Ja. Manche nehmen aber auch sehr gerne Messer, ne? Ja, das kann ich kenne so einige, die das gerne machen. Okay. Und da sehe ich schon die passenden Lederscheiden damit bei. Genau, was hat das eigentlich mit diesem Stäbchen hier auf sich, wenn ich das mal so sehe? Das ist nicht zum Schärfen, oder? Nee, das ist nicht zum Schärfen. Das ist ein Feuerstahl, ne? Aha. Also wenn man jetzt in der freien Natur ist und hat kein Feuerzeug dabei, kann man den Stahl nehmen, kann man den Stahl anschlagen, Vorsicht, und Feuer machen. Ne? Man sammelt die Magnesiumspäne auf einen Haufen, zündet den durch. Nicht schlecht. Was hast du für eine Erfahrung gemacht mit deinen Messern? Wie kommen die so an in der Umgebung? Boah, ist eigentlich nur gute, ne? Ja, das ist schön. Und ich bin ja eigentlich noch so ein bisschen am Anfang, ne? Klar. Der Kundenstamm wächst langsam. Aber sind alle zufrieden bis jetzt. Ne? Das ist schön. Nicht umsonst bist du damit ja selbstständig. Und, als Kleinunternehmer. Genau, ne? Aber schauen wir uns also an, was du da so fabrizierst. Und es geht ja los mit dem Stahl, der am Anfang steht. Hier sehen wir jetzt schon ein wenig Rohstahl liegen. Hast du da ja, persönlich für dich Ansprüche, welchen Stahl du dann auch verwendest für deine Messer? Ja, also ich verwende keine rostfreien Stähle. Das sind alles Kunststoffstähle, die bei schlechter Pflege halt anfangen zu rosten. Ne?
Ah, das müssen sind sicherlich die gepflegt werden. Wichtig zu wissen. Ja, ne? Ganz wichtig. Mhm. Gut, bei den Schälen bekommen wir eine sehr hohe Schärfe hin. Ja. Und allgemein, so dieses Kriterium Stahl, was muss es noch für Eigenschaften haben, damit es sich eben für ein Messer eignet? Also auf jeden Fall muss der Stahl Kunststoff haben. Ne? Ja. Kunststoff haben, so wie der ist jetzt ein reiner Kunststoffstahl, der C100. Mhm. Dann gibt es die legierten Stähle, wie diesen Chrom-Vanadium-Stahl. Wolfram-Stahl macht eine sehr harte Schneide, sehr harten Stahl. Mhm. Dann hat man hier diese alte Feilen, das sind so Hufraspeln. Okay. Da kann man auch sehr gute Messer draus machen, ne? Sehr scharfe Messer. Mhm. Sehr hart wird der Stahl. Oder hier alte Blattfedern. Die habe ich auch ganz gerne. Ach so. Obwohl das so gebogen schon ist? Ja, das wird dann gerade geschmiedet, ne? Ah ja. Ach so. Okay. Schmiede ich dann gerade. Interessant. Und aus diesen, ja, ich sage mal, aus diesen vorgeschnittenen Scheiben machst du dann mit Hilfe dieses Rohlings hier, mit dieser Schablone, genau, dann eben das Messer. Genau. Das wird angezeichnet. Mhm. Die Form, hast du die selbst entworfen? Die Form wurde von Mitgliedern aus dem Badlands Forum entwickelt. Ah ja, das ist was für ein Forum? Das ist so ein Forum über Outdoor-Spezialitäten. Okay. Messer allgemein. Ah ja. Und danach, ein kleines Forum. Das heißt, wie genau gehst du dann vor? Du legst das einfach auf und wie passiert das dann im weiteren Verlauf? Also ich lege die Klinge auf, ja, fixiere sie leicht und zeichne mir das einmal an. Mhm. Und danach wird das ausgeschnitten und zurechtgeschliffen. Die Flanken werden eingeschliffen. Die Klinge sieht jetzt schon sehr schön glatt aus. Man kann auch das Messer als solches in seiner Form schon schön erkennen. Wir haben jetzt viele Arbeitsschritte gesehen. Ganz zu Anfang hast du ja auch noch so Löcher reingebohrt. Was hat das zu sagen? Ja gut, also diese Löcher machen den Griff halt ein bisschen leichter. Ja. Und wenn die Griffschalen aufgeklebt werden, verteilt sich der Kleber halt besser und verklebt halt den Griff ein bisschen besser. Ne? Ich verstehe. Die Schalen. Dann sind hier sehr, sehr viele Funken geflogen. Genau. Du hast geschliffen. Was genau haben wir da gesehen? Gut, also ich habe die Flanken geschliffen, habe mit einem sehr groben Korn angefangen und schleife bis zum 240er Korn und dann kann die Klinge gehärtet werden. Ne? Ich verstehe, wir haben gesehen, du hast mehrere Schleifbänder dann immer ausgetauscht. Was ist da das Wichtige? Also warum muss man da verschiedene benutzen? Ja gut, also man fängt natürlich mal an, ja, um richtig Material abzutragen, ja, und schleift nach und nach immer mit einem feineren Korn, um die Spuren vom groben, vom dem vorherigen Band wegzuschleifen. Ne? Ich verstehe. Und dann ist es richtig, richtig, richtig schön, ja, sehr, genau, sehr schmal geworden. Genau. Und dann kommt hier noch zum Schluss diese Riffelung drauf. Was hat es damit auf sich? Ja, also die bewirken ja eigentlich, dass man mehr Grip hat im Messer. Mhm. Man legt den Daumen drauf, man kann den Zeigefinger hier auflegen, kann den Daumen hier aufpacken und hat sehr gut das Messer führen, ne? Ah, ja, ohne dass es wegrutscht. Das stimmt, interessant. Wie geht es damit jetzt weiter? Ja, jetzt können wir die Klinge härten, ne? Härten, das passiert in einem Ofen. Genau. Was genau bewirkt das? Also welcher Vorgang passiert da im Ofen, dass diese Hitze das Messer und den Stahl zusätzlich härtet? Genau, also jetzt im Ofen wird der Stahl auf Temperatur gebracht. Also ja, bei dieser Stahlsorte sind es 840 Grad. Dann passiert eine Gefügeumwandlung innerhalb von 5 Minuten. Also lange muss die Klinge auch drin bleiben. Ja, dann wird sie halt durch dieses schnelle Abschrecken im Härteöl. Mhm. Wird dieses Gefüge eigentlich eingefroren, sag ich mal. Ne? Und ist das ein Prozess, muss man das wiederholen? Also je einmal, häufiger, desto härter? Das, bei diesem Stahl reicht das einmal. Und wie lange bleibt das dann in der Hitze drin? 5 Minuten, circa.
Okay. Also wird auf Temperatur gebracht und bleibt dann 5 Minuten bei dieser Temperatur gehalten, ne? Die Klinge ist jetzt gehärtet. Kühlt die jetzt einfach ab oder was passiert jetzt? Ja, also jetzt kommt die Klinge in den Herdofen. Das ist eigentlich ein alter Backofen. Da kommt sie jetzt für eine Stunde bei 200 Grad rein. Ja. Und jetzt kann das ganze Gefüge sich entspannen halt. Ne? Ach so. Entspannt sich ein bisschen und halt die Klinge bricht nicht mehr so schnell, wenn sie halt zu doll belastet wird. Ne? Das heißt, jetzt ist sie noch ziemlich... Sie ist sehr spröde, ne? Ach so, würde also relativ schnell kaputt gehen. Kann man so sagen, ja. Aha, okay. Liebe Zuschauer, die Klinge ist jetzt richtig schön hart und wird natürlich gleich auch noch glänzend poliert. Aber was ganz Entscheidendes fehlt noch, und zwar der Griff. Und um den geht es nach einer kurzen Pause, also auf jeden Fall dranbleiben. Willkommen zurück zu Tag auch, liebe Zuschauer. Messer sind heute das Thema bei mir in der Sendung und im Speziellen natürlich die Messer von Steffen Meyer aus Buchholz in der Nordheide. Wie sieht das aus, Steffen? Das machst du eigentlich nebenberuflich jetzt alles noch. Wie viel Zeit verbringst du mit diesem Messermacherhandwerk? Ja, also eigentlich jede Zeit, die ich habe, ne? Ja. Jeden Tag 1-2 Stunden, mindestens Wochenende ist es ein bisschen mehr. Gut, da ist noch eine Familie, die will betütelt werden, ne? Klar. Das ist die Klinge, wie wir sie natürlich gesehen haben. Sie war vorhin noch ziemlich schwarz vom Ofen. Die hast du schön poliert. Das sieht schon richtig gut aus. Jetzt kommen wir zum Griff. Der ist ja sicherlich auch sehr entscheidend an so einem Messer. Muss gut in der Hand liegen, griffig sein, doch geschmeidig. Wie beurteilst du das persönlich? Wie muss so ein Griff sein? Ja, auf jeden Fall muss erstmal richtig schön glatt sein, ne? Ja. Muss glatt sein, da dürfen keine Splitter rausgucken. Die Kanten müssen alle vernünftig gebrochen sein. Und ja, muss halt griffig sein, das Ding, ne? Dafür nimmst du Holz. Genau. Da sehen wir jetzt hier schon einiges. Speziell Holz, also für dieses Holz nehmen wir heute mal diese Honduras Palisandermaser. Aha. Eine sehr schöne Maserung, eine schöne Zeichnung. Das sieht toll aus. Man kann es auch noch richtig erkennen. Ne? Genau. Das war in der Tat hier noch schön. Das war mal ein Stamm. Das ist ein Stammabschnitt, ne? 1:1. Das ist toll. Und das sieht sehr gut aus, ne? Du sagst ja auch, dass gerade auch das Holz dich sehr reizt, ne? Mit den verschiedenen Hölzern. Was hast du noch? Das sieht auch sehr hübsch aus hier. Genau, das ist ein Stück Olivenholz. Mhm. Etwas Größeres. Das reicht so für ein paar Messer. Gut, das muss zerschnitten werden. Klar. Ist jetzt 3 Jahre abgelagert, aber muss bestimmt noch 2-3 Jahre liegen, wenn es richtig durchgetrocknet ist. Ne? Das sieht auch ziemlich gut aus. Diese Struktur kennt man, glaube ich, auch schon von überall. Das hat man häufig gesehen. Ne? Was ist das genau? Das ist jetzt eine Thuja-Maser. Das habe ich jetzt ein bisschen blank poliert, damit man die Maserung so ein bisschen sieht. Ne? Sieht sehr schön aus. Ja, das wird zum Beispiel auch als Furnier geschnitten und in Autos als Wurzelholz gelegt. Wurzelholz, ja, genau. Genau, zum Wurzel. Das ist die Optik. Maserholz. Toll, das glaube ich. Von der Eigenschaft aber, Holz ist ja auch mal ein bisschen schwierig, wenn das irgendwie feucht wird. Hast du da noch ein Rezept einfach, dass man das natürlich schützt dann auch? Ja, also das Holz muss ja verbaut werden, wenn es richtig trocken ist. Mhm. So, und wenn es verbaut ist, kriegst du ja diese Shellack-Politur und das ist eigentlich geschützt. Ne? Also man darf es jetzt natürlich nicht ins Wasser legen, ein paar Tage, dann geht es kaputt, ne? Gequillt. Das heißt, eine wichtige Sache ist natürlich dann auch, wie du den Griff dann an die Klinge ranbringst. Man sieht natürlich, dass die Klinge bis zum Griff durchgeht. Das gibt bestimmt auch noch Stabilität. Genau. Worauf musst du jetzt dann noch achten? Also wie bringst du dann das Holz jetzt an die Klinge an? Ja gut, also der Griff, der muss erstmal komplett fettfrei sein. Ganz wichtig. Wird komplett entfettet. Hier noch das und ein bisschen abgeschliffen. Und dann werden die Schalen halt aufgeklebt. Ne? Die werden aufgeklebt. Kleber verteilt sich hier sehr gut durch die Löcher. Kommen Messingstifte rein, Messingpins, die halt nochmal zusätzlich. Dann wird das alles hier in Form geschliffen. Und dann ist es fertig. Ne?
Ja, so sieht es fast fertig aus, das Messer. Allerdings kriegt man damit noch nicht wirklich was geschnitten, denn es fehlt natürlich noch die alles entscheidende Schärfe. Bevor wir uns der allerdings widmen, gibt es noch, ja, um das Ganze abzurunden, das ganze Messerpaket, eine entsprechend passende Lederscheide bei dir. Die fertigst du auch an. Hier sieht man schon das Leder. Was verwendest du da? Das sind ja auch nicht wenig Handgriffe, oder? Ja, gut, das ist halt Leder vom Rind. Ja. Das sind Hälse. So ca. 3-4 mm dick. Mhm. Naturbegehrt. Und da wird die Scheide halt rausgeschnitten. Ne? Und die passt du dann jeweils entsprechend immer an das Messer an? Da wird eine Schablone gemacht, es wird ausgeschnitten. Man sieht verschiedene Farben, das färbst du nachträglich? Richtig. Und hier so ein tolles Muster noch, ja, wie kommt das zustande? Das wurde punziert mit einem Punziereisen. Ich zeige das mal. Es wird halt nach und nach wird das reingeschlagen. Ne? Aha, passt halt genau. Das ist ja auch schon eine Arbeit. Ein bisschen Arbeit, ja. Und hier sieht man noch so eine, die ist nicht ganz geschlossen. Das ist nochmal ein Unterschied. Warum macht man das? Ja gut, habe ich jetzt gemacht bei diesem Messer, damit man halt die Klinge noch ein bisschen sieht. Ne? Ah ja. Ist jetzt ein Küchenmesser, braucht man eigentlich keine Scheide für. Mhm. Ich mache es nur, weil's, um die scharfe Schneide zu schützen. Ne? Ja. Falls man das mal mitnehmen möchte. Okay. Zum Bekannten, zum Kochen. Mhm. Gibt es noch ein, ich sag mal, Merkmal, was eine gute Scheide auszeichnet? Muss sie einfach sich schön ums Messer schmiegen, ja? Oder gibt es da noch so Anhaltspunkte? Ja, also sie muss auf jeden Fall vernünftig genäht sein. Mhm. Vernünftige Naht muss dran sein, der Keder muss vernünftig sitzen, Gürtelschlaufe. Das heißt, du bist auch fit an der Nähmaschine? Nee, es wird alles mit der Hand genäht. Oh, okay, also auch mit Nadel und Faden. Richtig. Super. Während die Lederscheide jetzt noch trocknet, werden wir uns um eine perfekte Schärfe kümmern. Du hast hier schon so ein bisschen was aufgebaut. Wie genau schärfst du die Messer? Wie genau? Sehr genau, ne? Ja, das heißt, was sehen wir hier? Also ich fange mal an mit einem sehr groben Stein. Das ist ein 800er japanischer Wasserstein. Mhm. Und gehe dann immer mit der Körnung immer ein wenig höher. Ne? Von 800 auf 3000, von 3000 auf 6000 und dann von 10 bis 12.000er Körnung. Und zum Schluss mit Leder, ne? Mit Leder? Okay. Das glaubt man gar nicht, dass einfach Leder dann noch am Schluss die ganz feine Schärfe bringt. Erst poliert die Schneide und gibt doch mal so einen richtigen Rasierklingschliff, ne? Und vom Ablauf? Du gehst jetzt im Prinzip jeden Stein so lange durch, bis du für dich sagst, die Stärke ist ausreichend, ich wechsle zum nächsten, ja? Genau. Genau. Also es wird so lange auf jeden Stein geschliffen, bis man eigentlich die Spuren vom vorherigen Stein beseitigt hat. Mhm. Und also am Ende, ja, und am Ende ist das Ding eher scharf, ne? Und das weißt du dann einfach oder testest du das? Das habe ich im Gefühl. Ah ja, okay. Das ist ein Gefühl drin. Man merkt es auch beim Anfassen. Das hat man gerade sehr, sehr schön gesehen, Steffen, wie scharf die Messer dann am Ende wirklich sind. So sieht es im Prinzip dann fertig aus mit der Scheide. Ich hole unser Jagdmesser hier nochmal raus. Ist das normal, dass das auch so fest ist? Ja, das kommt zum Anfang sind, sitzen hier sehr fest, die Messer. Ja. Und die Scheide ist halt wie so ein Schuh, der sich nach und nach anpasst. Ne? Ah ja, das ist das Jagdmesser. Wie heißt das richtig? Da hast du ja einen Namen für. Das ist der Badlander. Badlander, okay. Badlander, den haben wir heute gemacht, den hast du geschärft. Mhm. Wir haben gesehen, du setzt natürlich das Messer auch in einem bestimmten Winkel an. Ne? Worauf muss man achten, wenn man eben zum Beispiel zu Hause auch schärfen möchte?
Achso, okay. Also wichtig ist, dass die Steine erstmal eine sehr glatte Oberfläche haben, also dass sie nicht verbogen sind. Mhm. Dann müssen sie immer befeuchtet sein. Und der Winkel muss so zwischen 15 und 20 Grad haben. Mhm. Da muss halt vorsichtig in einem Winkel immer abgezogen werden. Man kann auch zuerst die Schneide schärfen, dann den hinteren Teil. Mhm. Oder man zieht das im Ganzen durch. Ne? Und man muss aufpassen, dass man nicht ganz das Messer auflegt, weil man sonst sich Schlieren reinmacht? Genau, nicht auflegen. Okay. Immer im Winkel halten. Es gibt auch Schleifhilfen, die kann man sich auf den Rücken ziehen. Mhm. Dann legt man das Messer nicht auf. So. Und immer vorsichtig schleifen und üben. Wow. Also es sah bei dir sehr gut aus. Ich versuche das jetzt auch gerade nochmal. Das ist jetzt hier nochmal so ein Küchenmesser. Die Tomate ist dabei. Oh Gott, das ist ja wie Butter. Genau. Ich habe nicht aufgedrückt. Das ist der Wahnsinn. Das geht richtig einfach. Richtig toll. Wie lange hält sich denn so eine Schärfe eigentlich? Ja, je nach Gebrauch, ne? Also umso öfter man damit arbeitet, umso schneller wird es stumpf, ist ganz klar. Ne? Okay. Und man muss auch wirklich als Unterlage ein Schneidebrett nehmen, ein Kunststoffbrett und niemals damit auf den Teller schneiden oder auf irgendwelche harten Gegenstände. Ne? Mhm. Wow. Ich bin wirklich begeistert. Was brauchst du so an Zeit durchschnittlich? Wie lange sitzt du an so einem Messer? Ja, es kommt ganz drauf an, wie aufwendig das Messer gebaut ist. Ne? Ja. Aber ich sag mal, das sind jetzt hier so, ich sag mal, 10-12 Stunden. Ein Küchenmesser hat natürlich eine längere Klinge, da muss mehr geschliffen werden. Das liegt auch, ich sag mal, so 10 Stunden, 10-12 Stunden im Durchschnitt. Ne? Ziemlich viel Arbeit. Wie viel Messer schaffst du so? Ist das nach Auftragslage immer unterschiedlich? Genau, ist ganz unterschiedlich. Und zur Zeit, was hast du bisher jetzt schon so gefertigt? Hast du mal mitgezählt? Boah, kann ich schlecht sagen. 30, 40 Messer? Mhm. Ah, und nicht, das steigt stetig. Das wird immer mehr, ja. Die Arbeit, die drinsteckt, die muss natürlich bezahlt werden. Was kosten denn deine Schwert, hätte ich beinahe gesagt, deine Messer? Ich sag mal, jetzt im Durchschnitt jetzt so ein Jagdmesser, das liegt so bei 200 Euro. Ein Küchenmesser ist ein bisschen teurer. Mhm. Gut, ist mehr Arbeit, ne? Ja. So ein Dommastmesser ist natürlich, das liegt bei 400 Euro. Und man sollte es dafür dann für immer auch haben, ne? Das ist für immer das Messer, ja. Wenn man es vernünftig behandelt, ne? Das ist toll. Das muss vernünftig gepflegt werden. Ja. Die Messer müssen auch, besonders die Küchenmesser, die müssen direkt nach dem Schneiden oder nach der Arbeit vernünftig abgetrocknet werden. Unter lauwarmem Wasser abspülen, abtrocknen, ganz wichtig. Wichtig, wegen dem nicht rostfreien. Genau, wegen nicht rostfreien. Mhm. Und niemals in die Geschirrspülmaschine geben. Okay. Niemals. Und man hat gesehen, zum Teil sind die auch so mit so einer Ölschicht. Ist auch das nochmal wichtig, dass man das Messer ein bisschen einölt? Genau, so ein bisschen Pflegeöl drauf machen. Mhm. Das schützt ja noch ein bisschen vor Korrosion. Ne? Okay, egal was für ein Öl ist es da. Ja, es ist besser, wenn man nicht harzendes Öl nimmt, so wie Kamelienöl. Mhm. Jetzt so ein Salatöl würde ich jetzt nicht raufschmieren, ne? Ich verstehe. Ja. Wo, wenn man jetzt interessiert ist, kann man deine Messer bekommen? Ja, direkt auf meine Homepage direkt, ne? Ja. Auf meine Homepage gehen, mich anschreiben oder anrufen, ne? Telefonieren. Und dann fertigst du das dann per Hand? Nach Wunsch, ja. Das ist toll. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall der ein oder andere Liebhaber aufmerksam geworden ist. Steffen, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, dass du dich und deine Messer am Markt etablieren kannst. Jo, danke schön. Liebe Zuschauer, an dieser Stelle sind wir auch schon wieder am Ende dieser heutigen Sendung. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen und Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Das war Tag auch für heute. Mein Team und ich sagen Tschüss. I just came to say hello.